Korrosion von Metallen, die sogenannte Säurekorrosion. Das erste Reagenzglas bleibt zunächst einmal leer. Das zweite und dritte Reagenzglas enthalten jeweils ein Kupferdraht. Anschließend werden alle Reagenzgläser mit 5 ml verdünnter Salzsäure gefüllt. Zusätzlich erhalten das erste und zweite Reagenzglas eine Zinkgranale. Sofort setzt eine Gasentwicklung ein. Im nächsten Arbeitsschritt wird die Zinkperle mit einem Kupferdraht berührt. Achten Sie nun auf die Veränderung der Gasentwicklung. Im zweiten Reagenzglas ist die Wasserstoffbildung viel lebhafter, weil die Zinkperle vom Kupferdraht berührt wird. Obwohl sich die meisten Wasserstoffbläschen am Kupferdraht bilden, werden ausschließlich Zinkatome oxidiert. Woran liegt das? Man bezeichnet eine kurzgeschlossene galvanische Zelle wie in diesem Versuch als Kontaktelement, als sogenanntes Lokalelement. Die Oxidation verläuft an der Lokalanode, im Versuch die Zinkperle ab, die Reduktion an der Lokalkathode. Im Versuch handelt es sich dabei um den Kupferdraht. Allgemein ist das unedlere Metall die Lokalanode, das edlere die Lokalkathode. In einem Lokalelement korrodiert bzw. oxidiert das unedlere Metall schneller als dann, wenn es in reiner Form vorliegt. Die bei seiner Oxidation frei werdenden Elektronen fließen in die Lokalkathode und werden von deren Oberfläche an Teilchen aus der Umgebung übertragen. Je nachdem, ob das Wasserstoffionen aus einer Säurenlösung oder Wasserstoff- und Sauerstoffmoleküle aus der Luftfeuchtigkeit sind, unterscheidet man Säurekorrosion und Sauerstoffkorrosion.